Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Flugsportbegeisterte. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur nächsten Informationsreihe des Season Openers aus dem Bereich Aeronautical Information Management. Mein Name ist Martin Rapp, ich bin der Leiter vom AIS Österreich und zusammen mit meinen beiden Kolleginnen Michaela Osterauer und Katrin Stepanek, beide Expertinnen aus dem Bereich SDM, dürfen Ihnen jetzt die nächste Dreiviertelstunde die Neuerungen aus dem AIM-Bereich näher bringen. Zu folgenden Themen möchten wir Sie gerne informieren. Kartenprodukte, speziell die ICAO-Karte 1 zu 500.000 und diverse Online-Karten. Tipps und Tricks zur Flugplanaufgabe im Homebriefing-System. Dann wollen wir einen kurzen Überblick geben zur Flugplanpflicht für VIFA-Flüge über die Staatsgrenze. Dann Neues zum Thema Notam bzw. Briefing-Typen und dem Thema, das von letztem Jahr auf heuer geschoben wurde, das NOTAM 2021. Über all diese Themen wollen wir Sie informieren und wir beginnen gleich einmal mit dem ersten Thema Kartenprodukte. Michaela, bitteschön. Die ICAO-Karte 1 zu 500.000 erscheint heuer mit Effective Date 25. März. Sie wird wieder frei zum Download zur Verfügung stehen und kann in der Druckversion für 14 Euro bestellt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem AIC A521. Des Weiteren stehen nach wie vor unsere Online-Karten über die Adresse maps.außerkontroll.at zur Verfügung. Zusätzlich zur Online-Karte VIFA Austria finden Sie nun in der Online-Karte IFA Austria auch alle für den IFA-Verkehr relevanten Informationen. Die Online-Karte wurde überarbeitet und weist nun eine erweiterte Zeichen- und Messfunktion auf. Diese beinhaltet unter anderem die Distanz- und Richtungsmessung für einzelne Segmente. Außerdem ist es nun möglich, die Messungen als Notiz zu speichern und anschließend zu exportieren. Zusätzlich wurde die Handhabung der Zeichenfunktion vereinfacht und ermöglicht nun ein intuitiveres Erstellen von Notizen. Die Suchfunktion für aeronautische Daten wurde erweitert, sodass über das Informationszeichen direkt aus der Suchleiste das erweiterte Informationsfenster inklusive Link zur AIB abgerufen werden kann. Daten, die zum Zeitpunkt der Suche nicht auf der Karte sichtbar sind, werden dabei automatisch eingeblendet. Außerdem wird die gezielte Auswahl von sich überlagernden Daten im Informationsfenster durch die Dropdown-Liste vereinfacht. Ab sofort unterstützt die Druckfunktion alle Hintergrundkarten, wodurch auch die Daten der Basemap in PDF-Exporte eingebunden werden können. In der neuen Infobox zu jeder Karte werden weitere Informationen sowie hilfreiche Links zur Verfügung gestellt. Über die Share-Funktion können nun auch gezielt Positionen in der Karte geteilt werden. Abschließend präsentieren wir Ihnen nun ein kurzes Demonstrationsvideo zur Nutzung der Karte. Weitere Anleitungsvideos finden Sie demnächst auf dem Austrocontrol YouTube-Kanal. Des Weiteren werden Sie über Neuerungen laufend auf der Einstiegsseite der Online-Karte sowie dem Austrocontrol Newsletter informiert. Vielen Dank, Michi. Und ich darf jetzt die Kollegin Katrin Stepanek bitten, mit ihrem Vortrag zu beginnen. Online-Karte VFA Austria. Unter maps.austrocontrol.at kann die Online-Karte aufgerufen werden. Die neue Infobox beinhaltet allgemeine Informationen über die Karte und Links zu weiterführenden Online-Ressourcen. Wird im Suchfeld ein Begriff eingegeben, kann mit einem Klick auf den blauen Info-Button direkt zum gewünschten Objekt gesummt werden. Die Infobox wird rechts angezeigt. Dort befindet sich neben allgemeinen Informationen auch der direkte Link zum Luftfahrthandbuch Österreich. Mit einem Klick öffnet sich die AIP in einem neuen Browserfenster. Der Hindernislayer kann im Table of Content im Ordner Other gefunden und mit Klick auf das Auge eingeblendet werden. Dadurch werden alle in der AIP publizierten Hindernisse sichtbar.
Mit einem weiteren Klick werden die Hindernisse wieder ausgeblendet. Mit einem Klick auf Zoom to Full Extent ist die gesamte Karte wieder sichtbar. Hält man die Umschalttaste gedrückt, kann ein Kartenausschnitt aufgezogen werden, zu dem gezoomt werden soll. Möchte man die VFR Reporting Points und GAFA-Strecken einblenden, kann man das wieder mit einem Klick auf das Auge beim jeweiligen Layer. Die Transparenz des Layers kann durch Ziehen am Schieberegler angepasst werden. Interessiert man sich für den Nationalpark Hohe Tauern, kann man durch einen Klick in den Nationalpark weitere Informationen abrufen. Innerhalb der Dropdown-Liste kann man zwischen überlappenden Features auswählen. Zu beachten ist hier, dass der Nationalpark in 3 Bundesländern liegt und aufgrund seiner Komplexität aus mehreren Teilen besteht. Mit Hilfe der Highlight-Feature-Funktion ist dies in der Karte ersichtlich. Flugrouten können mit Hilfe von Messungen eingezeichnet werden. Die Maßeinheit kann individuell eingestellt werden. Anschließend kann durch Klicks in die Karte die Strecke eingezeichnet werden. Die einzelnen Streckenabschnitte werden dann mit den jeweiligen Distanzen angezeigt und können anschließend auch noch bearbeitet werden. Die Notiz kann jetzt benannt und der Stil der Zeichnung je nach Bedarf angepasst werden. Dazu klickt man auf die eben gezeichnete Geometrie. Hier wird die Linienstärke und der Linienstil geändert. Zum Schluss wird die Zeichnung noch gespeichert. Nun könnte der gewünschte Kartenausschnitt als PDF gedruckt werden. Möchte man nur die soeben angefertigte Zeichnung exportieren, klickt man wieder auf die Zeichnung und den Download-Button. Eine weitere Möglichkeit, den Karteninhalt zu teilen, ist die Share Map-Funktion. Hier kann ein Punkt auf der Karte im gewünschten Zoom-Level mittels URL oder QR-Code geteilt werden. Öffnet man den Link in einem neuen Browserfenster, so sieht man, dass der gleiche Kartenausschnitt gezeigt wird. Bitte beachten Sie, dass beim Teilen der Karte über den Link keine Zeichnungen enthalten sind. Vielen Dank an meine beiden Kolleginnen, Frau Osterauer und Frau Stepanek. Und kommen wir somit zum nächsten Thema, Homebriefing. Homebriefing Software Update. Dieses hat im Frühling 2020 stattgefunden. Und nachdem wir festgestellt haben, dass doch einige Funktionen noch nicht so bekannt sind, wie wir eigentlich dachten, wollen wir hier auf die wesentlichen Punkte eingehen. Erster Punkt, durch IFPS akzeptierte Flugroutenvorschläge. Diese können jetzt vom System angezeigt und geliefert werden. Was heißt das? Das heißt, dass wenn ein Pilot bereits einen akzeptierten Flugplan hat, von einem Ort A nach B, dann können diese akzeptierten Flugstrecken angezeigt werden und durch andere Piloten, die vielleicht auch den gleichen Flugweg haben, benutzt werden. Die Darstellung der Slot-Information haben wir versucht ebenfalls zu verbessern. Der Grund wird jetzt ausgewiesen, warum ein Slot ausgegeben wurde und man kann somit auch versuchen, den Slot leichter zu vermeiden. Notam-Briefings. Die Notam-Briefings wurden verbessert. Konkret haben wir die An-Abflugkarten, aber auch andere Karten, die auf einen Flugplan zutreffen, in das Briefing integriert.
Wir haben einen Link zur zentralen europäischen Datenbank, der EAD, der European Aeronautical Database, und können somit jetzt all diese Informationen anzeigen. Die ICAO hat eine Vorgabe zum Standardbriefing abgegeben. Das heißt, das Standardbriefing hat sich insofern geändert, als dass das Standardbriefing jetzt alle NOTAM-Informationen beinhaltet. Und wenn man das NOTAM-Briefing abgeschlankt wünscht, dann muss man dies explizit anwählen und das nennt sich dann Minimum-Briefing. Wie genau das ausschaut, zeige ich Ihnen später noch. Implementierung der ICAO-Karte im System. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Flugstrecke auswählen oder anzeigen, können Sie auch eine ICAO-Karte im Hintergrund einblenden, aber auch die VFA-Sichtflugkarten und diverse andere Karten noch. Und die letzte Funktion, die ich Ihnen heute noch gerne vorstellen möchte, ist die POS-Route, die Possible Route. Das ist eben ein Routenvorschlag vom Brüsseler System, der, wenn Sie ein Reject bekommen haben, schickt dann das Brüsseler System auch bereits eine Flugroute, die er akzeptieren würde. Und Sie müssen diese Flugstrecke dann nur auswählen und akzeptieren und dann erhalten Sie ein Acknowledge. Bleiben wir gleich bei dem Thema, wie darf man sich das jetzt vorstellen? Wir haben hier das Flight Plan Overview aus dem Homebriefing-System. Sie sehen hier einen rejecteten Flugplan. Dieser rejectete Flugplan hat im Message-Window diese Information mit dem Briefchen-Symbol. Wenn Sie auf dieses Briefchen draufklicken, dann erhalten Sie diese Information. Und in dieser Information sehen Sie schon jede Menge Errors, warum die Flugstrecke nicht akzeptiert wurde. Aber das Wesentliche dieser Meldung befindet sich hier unter POS-Route. Hier finden Sie die vorgeschlagene Route. Wenn Sie diese Route wollen, dann müssen Sie in dem Fall Use Proposed Route klicken und Sie dürfen eine bestätigte Flugstrecke durch das Brüsseler System erwarten. Eine weitere Funktion bzw. Hilfestellung für den Piloten ist das sogenannte User Route Proposal. Diese User Route Proposals werden unterhalb der Network Manager Route Proposals angezeigt. Oftmals kommt es sogar vor, dass nur User Route Proposals angezeigt werden, weil das Brüsseler System keine Routenvorschläge hat. Also unsere Erfahrung ist eigentlich damit mittlerweile sehr gut. An sich werden hier Strecken dargestellt, die vom IFPS, vom Brüsseler sozusagen bereits akzeptiert wurden. Und das sollte eigentlich einen akzeptierten Flugplan bringen. Achtung, natürlich kann es aufgrund von Luftraumbeschränkungen oder Restriktionen möglich sein, dass diese Route dennoch rejected wird. Aber wie gesagt, unsere Erfahrungen sind eigentlich sehr gut in der Vergangenheit, ist ein sehr hilfreiches Tool. Die nächste Folie bringt uns zum Thema Slot-Information. Ich habe eingangs schon erwähnt, wir haben versucht, hier Slot-Information besser darzustellen, mehr Informationen zu liefern, soweit wir diese Information haben. Konkreter Fall hier im Homebriefing-System blau hinterlegt, der Flugplan Slot 3, in dem Fall mit einer Slotzeit von 10.48 Uhr. Wenn ich jetzt auf diesen Plan klicke, dann geht ein Pop-up-Fenster auf, das so aussieht. Und Sie sehen schon hier Aircraft Identification. Dann haben wir die EOPT, die Slot Time 10.48 Uhr, aber jetzt natürlich auch relevant Regulation ID, Kilo Delta Oscar November 114 Mike. Bitte, die ersten Buchstaben lassen keinen Rückschluss zu, wo diese Regulation stattfindet oder herkommt. Also nicht Amerika, weil es mit Kilo beginnt. Das heißt, die nächste Information für uns wesentlich Echo Delta Uniform Uniform, die Karlsruhe FR, dann die betroffene Flughöhe, Flughöhe alles über 315 und natürlich dann auch die entsprechenden Zeitraum, nämlich 1,5 Stunden an dem 14. dieses Monats. Ja, und natürlich auch eine Begründung, was ist der Grund, warum diese
Regulierung stattfindet. Wenn wir jetzt den Flugplan direkt aufrufen, dann kann ich über die Message List mir die Slot Revision Message anschauen. Die sehen Sie jetzt schon hier rot eingerahmt. Wenn wir dann da draufklicken, geht darunter ein weiteres Fenster auf. Und hier habe ich dann noch zusätzliche Informationen, nämlich zusätzlich zu der Regulation ID auch noch die Point ID, ab welchem Punkt die Regulation greift, nämlich ab dem Punkt Renker, wie Sie hier sehen. Und wenn wir das jetzt weiter anschauen auf dem Übersichtsfenster im Homebriefing, dann sehen wir schon hier der Punkt Renker direkt an der Karlsruhe FH. Und wenn wir sozusagen jetzt hier unseren Flugplan dahingehend ändern, dass wir versuchen, darunter zu feilen, unter 315 ab dem Punkt Renker, dann sollte man eigentlich diese Slot Regulation vermeiden können. Bleiben wir noch beim Thema Flugplan und dem Homebriefing-System. Diejenigen, die voriges Jahr noch das Glück hatten, beim Season Opener teilnehmen zu können, bevor der Corona zugeschlagen hat, haben das schon gesehen. Das Thema war, wie kann ich mir helfen, wenn das Homebriefing-System keine automatische Flugstrecke generieren kann? Unter anderem ein Tipp von mir, helfen Sie sich mit einem bekannten Punkt nahe der Flugstrecke, fügen Sie den in das Feld 15 ein und berechnen Sie die Strecke erneut. Für Zulu- und Yankee-Pläne verwenden Sie einen IFR Pickup oder Cancel Point, den Sie auf der Routekarte 6.8 aus der IP finden können. Wenn das alles nicht hilft, dann versuchen Sie, eine Flugstrecke automatisch erstellen zu lassen von dem nächstgelegenen größeren Airport. Hier ist die Chance sehr hoch, dass das System eine Flugstrecke findet, weil natürlich auch hier entsprechend viele Berechnungen stattfinden. Bauen Sie danach die Route um, also was weiß ich, als Beispiel, wenn Sie von Vöslau wegfliegen wollen und das System findet nichts, verwenden Sie Wien als Abflugsort. Oft können man dann danach die Flugstrecke leichter umbauen. Oder wenn auch das nicht hilft, rufen Sie uns an im AIS. Wir unterstützen Sie gerne und werden gerne versuchen, hier eine entsprechende Flugstrecke mit Ihnen gemeinsam zu finden. Das nächste Thema, LOTAM. Hier gab es Änderungen aufgrund einer ICAO-Vorgabe, nämlich Änderungen des Briefing-Inhaltes, im Großen und Ganzen aber keine dramatische Sache. Die ICAO sagt, dass ein Standard-Briefing alle LOTAM beinhalten muss. Soweit so gut. Wie schaut das aus bei uns im System? Wir haben hier die Briefing-Options. In diesen Briefing Options kann ich diverse Dinge anwählen bzw. abwählen, wie Notarm-Information, Meta-Information, aber auch AIP-Charts. Hier kann ich mein Briefing entsprechend zurechtschneidern. Im konkreten Fall geht es aber jetzt hier um die Bezeichnung Standard. Das bedeutet jetzt, das sind alle Notarm-Informationen enthalten, inklusive der Notarm, die mit Miscellaneous klassifiziert sind. Das heißt, alle Notarm, Minimum Briefing, exklusive der Notams, die mit Miscellaneous bezeichnet wurden, befinden sich hier. Und wenn Sie sich fragen, okay, und welche Notam sind jetzt mit M klassifiziert und welche nicht, haben wir seit einiger Zeit im Homebriefing-System einen entsprechenden Link eingebaut, hier mit Minimum Briefing Content. Wenn Sie auf diesen klicken, dann erhalten Sie ein PDF. In diesem PDF ist beschrieben, welche Informationen nicht im Minimum PIP enthalten sind, also entsprechende Topics und Conditions dazu. Ich möchte vielleicht erwähnen, dass speziell für VFR-Piloten und Helikopterpiloten es durchaus interessant sein kann, weil gewisse Informationen eben im Minimum PIP nicht enthalten sind, die aber relevant sein können, wie Luftfahrthindernisse höher als 100 Meter, oder auch Paratropping Activities und dergleichen. Die werden alle mit Miscellaneous bezeichnet. Deswegen schauen Sie sich das an. Hier ist sicher die ein oder andere wertvolle Information dabei. Können die Einstellungen gespeichert werden? Ja, die Einstellungen können gespeichert werden. Und zwar
Hier oben, wie Sie sehen, bei Save Settings, wenn Sie das Hackerl angehackt lassen oder anhaken, dann wird beim Schließen der Briefing Options die entsprechenden Einstellungen gespeichert. Bleiben wir beim Thema Briefing und konkret der Verbesserung der Area PIP, nämlich mit der Enkodierung der Karten, die aus der IP verfügbar sind. Dazu habe ich ein kleines Video mitgebracht. Sie sehen hier das Erstellen eines Area Briefings. Wir zoomen uns hier herein, suchen uns die entsprechenden Layers, die wir angezeigt haben möchten. Ich nehme auch noch die Militärplätze dazu. Dann nehme ich mir die entsprechende Hintergrundkarte, nämlich die ICAO 1 zu 500.000er Karte dazu. Jetzt wähle ich mir die Area aus, in der ich plane zu fliegen, nämlich hier da im Alpenvorland bis hinauf Richtung Krems. Mit einem Klick können wir jetzt nicht nur die FAA übernehmen, sondern auch alle Flugplätze, die in dieser Area angeordnet sind. Sie sehen, die werden automatisch übernommen, das ging früher nicht. Jetzt mache ich das mit einem Klick und wir können natürlich zusätzlich auch andere Plätze noch danach auswählen, wenn gewünscht. Ansonsten Eingabe des Vertical Filters Lower und Upper und dann können wir schon unser Briefing erstellen. Die Daten werden abgerufen von der IED und Sie sehen hier jetzt diesen Reiter der Charts. Hier können die Karten entsprechend direkt angezeigt werden. Das sind immer topaktuelle Karten, IP-konforme Karten vom letzten ERAC-Cycle. Auch Wirfer-Karten sind natürlich verfügbar und werden dargestellt, können aber auch ausgedruckt werden, indem man hier die entsprechenden Karten auswählt, weil meistens will man nur ein oder zwei Karten dazu haben, nicht alle. Und kann dann hier mit Print PDF das Briefing erstellen bzw. anzeigen lassen. Bleiben wir beim Thema NOTAM bzw. NOTAM Briefing. Und zwar möchte ich Ihnen gerne als Tipp mit nach Hause geben, auch einmal das NERUT Briefing für Wirferflüge zu verwenden, speziell wenn Sie einen relativ genau definierten Wirferflugweg haben bzw. geplant haben, dann können Sie hier, wir erstellen hier gerade einen Flugplan, Wirferflugplan anhand von Wirfermeldepunkten, die bei uns auch auf der ICAO-Karte auf der Rückseite sich befinden und auch von uns aktuell gehalten werden. Wir geben diesen Flugplan auf, schicken ihn ab und erstellen dazu ein NERO-Route-Briefing. Beim NERUT Briefing sehen Sie schon, hier können Sie entsprechende Informationen an- oder abwählen. Wir wählen jetzt in dem Fall das Minimum Briefing. Wir schauen uns den Flugweg und die Area, für die Sie das Briefing erstellen wollen, an. Sie sehen schon, das ist eine relativ große Area nach wie vor. Das heißt, wir können diese Area auch noch zusätzlich verkleinern. Wir geben den entsprechenden Höhenfilter ein und dann können wir die Weite des NERUT-PIPs adaptieren, indem wir zum Beispiel hier den Wert auf 10 setzen. Wenn wir dann auf Refresh klicken, dann können Sie sehen, dass diese Area deutlich schmäler geworden ist und damit auch der Inhalt der NOTAM des Briefings auch wieder geringer werden sollte. Wir rufen die Daten ab. Und Sie müssen sich vorstellen, Sie bekommen jetzt alle Informationen, die diesen Luftraum betreffen, beziehungsweise NOTAMs, die irgendwie diesen Luftraum schneiden oder in dem Luftraum situiert sind. Hätten wir ein Maximum-Briefing gemacht, könnten wir somit auch noch Hindernis-NOTAM zum Beispiel anzeigen, beziehungsweise aber auch diese Hindernis-NOTAM auf ein Minimum reduzieren. Wir sehen hier diverseste Karten, aber das habe ich Ihnen vorher schon gezeigt, die Sie abrufen können. Und das ist sicher auch ein Beitrag und eine Möglichkeit, den Inhalt des Briefings
deutlich zu reduzieren, um weniger Notam lesen zu müssen. Ein Thema, das ich eingeschoben habe, weil es bei uns gerade recht aktuell war und ist, und zwar nämlich, wohin benötige ich einen Flugplan, wenn ich über die Staatsgrenze fliegen möchte? Und im konkreten Fall wurde letztes Jahr die Flugplanpflicht für VFR-Flüge über die österreichische Staatsgrenze nach Österreich in Luftraumklasse Golf und Echo aufgehoben. Das heißt, Sie benötigen, wenn Sie nach Österreich fliegen, keinen Flugplan mehr. Diese Information befindet sich in der österreichischen IP seit 5. November und zwar im Route 1.10 Kapitel. Und wenn wir uns das einmal ganz kurz darstellen wollen, Sie sehen die angrenzenden Staaten und Sie können jetzt ohne Flugplan nach Österreich mit einem VFR-Flug in Golf und Echo einfliegen. Ein kleiner Hinweis von meiner Seite, bitte, wenn Sie keinen Flugplan aufgeben, ist es ganz klar, Sie verzichten damit auf den Alarmdienst bei Überfälligkeit. Natürlich nicht auf den Alarmdienst als solches, aber in Bezug auf Überfälligkeit, das heißt, wenn Sie dann zur vorausberechneten Zeit innerhalb von 30 Minuten nicht landen, wird man nicht nachtelefonieren und schauen, wo Sie sind. Wie schaut es aber jetzt aus, wenn Sie über die Staatsgrenze in eine unserer Nachbarstaaten fliegen wollen? Ganz klar, zwei Staaten, Deutschland und Tschechische Republik. Deutschland, kein Flugplan notwendig. Tschechische Republik, ebenfalls früher mal nur für Segelflüge, jetzt aber kein VFR-Flugplan mehr notwendig. In Klasse Golf, Luftraumklasse Golf und Echo. Die entsprechenden Referenzen habe ich Ihnen hier notiert, hier entsprechend nachzulesen, bitte sehr. Ganz anders schaut es bei den drei Nachbarstaaten Italien, Slowenien und Ungarn aus. Hier haben wir eine generelle Flugplanpflicht nachzulesen in der jeweiligen IP im Teil en route 1.10. Zwei Sonderfälle haben wir auch, nämlich Schweiz und Slowakei. Hier werden Ausnahmen gemacht. Es gilt an sich die Flugplanpflicht, aber Ballone und Segelflüge für die Schweiz ausgenommen in Klasse Golf und Echo, wenn sie in Österreich oder Deutschland gestartet sind. Referenz finden Sie ebenfalls wieder hier. Und die Slowakei macht ebenfalls eine Ausnahme für Segelflüge in Luftraumklasse Golf, ebenfalls nachzulesen in der AIP. Es sind auch teilweise beschrieben die AFIL-Regelungen. Laut SERA ein AFIL über die Staatsgrenze möglich. Ich möchte aber darum bitten, dass wenn Sie wissen, dass Sie in einen Staat fliegen, wo Sie einen Flugplan benötigen, diesen Flugplan vor dem Abflug aufzugeben, weil es einfach die Prozesse beschleunigt und die Funkfrequenzen nicht so stark belastet. Vielen Dank. So, springen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich SNOTAM, SNOTAM neu. Da hätte es ja im letzten Jahr am 4. November Änderungen geben sollen. Diese Änderungen wurden aufgrund der Corona-Krise verschoben auf den 12. August diesen Jahres. Die SNOTAM werden in Zukunft auch Informationen über stehendes Wasser beinhalten, was so viel bedeutet, dass sie eigentlich das ganze Jahr über mit SNOTAM-Meldungen rechnen müssen. Es gibt neue Begriffe und Definitionen wie Pistenzustandskennzahlmatrix und Pistenzustandsmeldung und dergleichen. Lassen Sie sich nicht verwirren. Die Bezeichnung bleibt nach wie vor SNOTAM. Die SNOTAM werden geliefert wie eh und je, also da ändert sich nichts. Ändern tut sich hingegen das SNOTAM-Formblatt und die Form der SNOTAM-Meldung. Das ist für den Piloten nicht interessant, aber natürlich für den Flugplatzbetriebsleiter. Was hingegen eher interessant ist, oder ganz sicher sogar interessant ist für den Piloten, ist, dass ein SNOTAM ab sofort nur noch mehr 8 Stunden Gültigkeit hat und nicht mehr so wie früher 24 Stunden. Also man kann damit rechnen, dass SNOTAM auch deutlich aktueller sind. Oftmals, vielleicht in Österreich jetzt nicht so der Fall, aber in anderen Ländern, wenn das SNOTAM schon 23 Stunden alt ist, wusste man dann nicht mehr so ganz genau, wie ist jetzt wirklich der Zustand der Piste, wie ist es vor Ort wirklich.
Was noch zum Schluss zu sagen ist, Snowdump werden so lange ausgegeben, bis die Zustandsbeschreibung der Piste nass oder trocken ist. An sich erfolgt danach keine weitere Snowdump-Meldung. Alle Informationen zum Thema Snowdump neu, die ich gerade erzählt habe, finden Sie in detaillierter Form noch in zwei AICs, nämlich 12 aus 20 bzw. 2 aus 21. Die beiden AICs werden jetzt im Frühling in ein AIC zusammengefasst. Die neue Nummer ist leider noch nicht bekannt, aber sobald sie bekannt ist, werden wir sie natürlich im Vortrag adaptieren, beziehungsweise wenn dann der Vortrag auch zum Download bereitsteht, wird dort die entsprechende Nummer eingefügt sein. Zum Schluss darf ich mich ganz herzlich bedanken. Ich möchte wie jedes Jahr darauf hinweisen und Sie darum bitten, uns anzurufen, wenn Sie gelandet sind oder die Landemeldung im Homebriefing abzugeben. Die Telefonnummer ist ja bekannt, ich darf sie noch einmal wiederholen, 05 17 03 32 11. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heuer in ungewohnter Weise an diesem Online-Vortrag teilgenommen haben. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, was die Zukunft bringt. Natürlich hoffe ich, dass ich Sie auch im nächsten Jahr vielleicht wieder persönlich treffen kann, in der ein oder anderen Art und Weise. Jedenfalls vielen Dank im Namen meiner Kolleginnen Frau Osterauer und Frau Stepanek und auch im Namen des AIS-Aro-Teams aus Wien-Schwechat darf ich mich ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen schöne und sichere Flüge. Bis bald.